Wir haben einen neuen Obergehalt. Ich habe die Aufgabe bekommen, als Bauernbub eine Bauernkantate zu reflektieren. Ist da nichts neben dem Schuss? Wenn man auch von der Bauernseite schwätzen kann. Der Titel Bauernkantate in einer Kantate hat mich am Anfang ein bisschen überrascht. In der heutigen Zeit wird das Wort Bauern viel zu Werbezweck verwendet. Bauern zu morgen, Bauern Kilbi, Bauern Mert, etc. Ist das hier echt auch so gewesen? Sobald ich aber den Text gelesen und Musik gehört habe, ist mir klar geworden, warum die weltliche Kantate mehrere Namen bekommen hat. Huldigungsmusik, ländliches Festspiel, Kantate burlesque, ich sage es jetzt auf Appenzellerdeutsch. Wir haben eine neue Obrigkeit. Der humorvoll und auch ironische Text, wie es jemand bei Wiener Liedern auch vorkommen kann, passt doch genau an die Einweihungsfeier vom Kammerherr. Er, der auch die einfachen Leute eingeladen hat, nämlich Bauern. Sie spielen ja sogar die Hauptrolle. Da steckt doch nebis dahinter. Ein Schlaumeier mit dem Namen Christian Friedrich Henrici. Dazu mal der Steuereintreiber von Leipzig hat, wie der Rudi gesagt hat, den Text für das geschrieben. Man spürt in dem Text, dass der Schreiber die Situation ganz genau kennt. Er hat gewusst, dass der Kammerherr das einfache Volk, Bauern für sich wählen hat gewonnen. Ist doch klar, oder? Um das umzusetzen, hat er sogar, wie ihr hier gesehen am Anfang, den Bauern die Hauptrolle gegeben. Eine brillante Taktik. Die Bauern haben in den Kantaten sagen, an einem seinem höchsten Fest, nachher wahrscheinlich genommen. Der zum Teil doppelbödige Text dient in dem Fall dazu, dass die beiden Schichten sich ein bisschen annähern können, denke ich mal. Nicht schlecht. Es ist für mich ein bisschen so, der Kammerherr oder der geschrieben hat, oder alle miteinander, gehen den Bauern den Somen, damit die Obrigkeit ernten kann. Die Bauern spielen in dieser Aufführung die Hauptrolle, wie gesagt, dienen eigentlich nur als Statisten. Sie haben nämlich den Text nicht selber geschrieben. Der Kammerherr erhofft sich vielleicht durch die List eine Erleichterung beim Steuern eintreiben. Musik, der Bach, wählt in dieser Kantate, wie ihr es gerade vorhin gehört habt, ganz eine bescheidene Besetzung und nimmt einfache musikalische Themen, die man heutzutage sogar auch in der Volksmusik antreffen kann. Er fängt die Kantate mit diesen 6 kurzen Tänzchen an. 4 davon sind in Dur, eher fröhlich, die anderen sind, 2 sind in Moll. Schon kann man raushören, dass der Bach den Inhalt vom Kantatentext von der Stimmung her schon musikalisch umsetzt. Im ersten Mollstück, und da ist er so typisch rausgekommen hier, spiele ich die Streiche typisch unisono. Das heisst, alle spielen die gleiche Melodie. Eine sogenannte Gleichberechtigung der Spieler. Sagen wir einmal fast demokratische Verhältnisse. Haben die denn dazu mal auch am gleichen Strick gezogen? Das weiss ich nicht. Wäre auch unterschiedlich gewesen. In der Mitte des Unisono-Teils taucht im Original ein kurzes Seufzermotiv auf, wo der Bach plötzlich einen Halbton anstelle von einem Ganzton benutzt. In der Verbindung entsteht durch das ein Tritonus. Das heisst, dem hat man zu dieser Zeit das Teufelsintervall gesagt.
Es entsteht durch das eine bedrohliche Stimmung, die ausdrückt, auf was für wackelige Bäh das Verhältnis zwischen den Bauern und der Obrigkeit stehen könnte. Vielleicht habt ihr gehört, dass wir das Motiv in meiner Komposition mit dem Quartett, mit dem Niki Romano, mit dem Dani Häusle, mit der Maria Gehrig auch zitiert. Auch im Volksgesang bei uns gibt es Lieder, wo sich oft das Verhältnis zwischen den Bauern und der Obrigkeit ein bisschen differenziert. Der Unterschied bei unseren Liedern ist einfach, dass zum Teil die Bauern den Text selber geschrieben haben. Ein Beispiel: Kühe ein Morgenlied. Da wird in dieser Region viel gesungen. Es kann oft der Welt nichts Tolles geben, als hier beim Fächli werden. Wie zu lieben noch als Ratsherr sein. Sepp könnte man noch verleiden. Die zweite Strophe, auch so ein spezieller Dialekt. Ein Ratsherr muss viel Ohmus haben. Es kann Menge darum nicht rühren. Muss dick mit Leuten zu brechen haben. Es geht ein Ringen mit den Kühen. Diese Idee, diese Melodie, haben wir bei der nächsten Musik am Anfang auch integriert. Nachher kommt neben aus dem Rezitativ Nummer 19. Das hat mich interessant gedacht, weil hier der Text zwar eine Wendung nimmt. Während die Bäuerin fast ein bisschen, manchmal ein bisschen flirtet mit dem Kammerherr, habe ich das Gefühl, hat der Bauer ein bisschen mehr der Situation zweifelt und sagt aber im Rezitativ: Du hast wohl recht, das Stückchen klingt zu schlecht, ich muss mich also zwingen, was Städtisches zu singen. Dann kommt neben vom Rezitativ Nummer 8, da habe ich in den ersten 8 Takten im Vorspiel nur ein rhythmisches Element übernommen. Und da habe ich es genommen, weil da äußert sich die Bäuerin wieder sehr positiv über den Kammerherr und wiederholt immer wieder folgenden Text: Unser trefflicher, lieber Kammerherr ist ein kumpabler Mann, den niemand tadeln kann. Ich bin der Ansicht, dass da eine Annäherung passiert ist, durch das, dass das Fest passiert ist, dass das Fest hängt. Und ich glaube, dass der Bauer der Kammerherr passt. Die beste Möglichkeit, um das zu feiern, ist auch in der Kantate hörbar, ist ein Fest mit Musik und Tanz. Zu dem Zweck habe ich ganz am Schluss einen stobenden Schottisch komponiert. Danke vielmals.